Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 6. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum legen zu Beginn der neuen Woche zu. Spitzenreiter der Gewinne sind die Indizes in China, die von 1,50 auf 1,80% steigen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen steigen leicht an und notieren bei etwa 5,80%. Unterdessen bleibt der US-Dollar leicht schwächer, mit Rückgängen zwischen 0,1 bis 0,3% bei den meisten wichtigen Währungspaaren. Neue Informationen von der Israel-Hamas-Front. Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah wird am 11. November eine Rede halten. Irans oberster Führer Khamenei traf am Sonntag in Teheran mit Hamas-Führer Haniyeh zusammen und bestätigte die Beteiligung des Irans an dem Konflikt. Der israelische Premierminister Netanyahu bekräftigte, dass er die Militäroperationen nicht einstellen werde, solange die Geiseln nicht zurückgegeben werden. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens fordert Ägypten auf, Krankenwagen aus Krankenhäusern im Gazastreifen zu transportieren und Patienten in ägyptische Krankenhäuser zu bringen. Der iranische Verteidigungsminister warnt die USA, dass sie schwer betroffen werden, wenn sie keine Waffenruhe im Gazastreifen einhalten. Das US-Militär hat bestätigt, dass ein U-Boot der Ohio-Klasse im Nahen Osten eingetroffen ist. Wo sich das U-Boot befindet, ist nicht bekannt, aber es hielt diesmal eindeutig darauf ab, sich dem Iran zu nähern, um den Konflikt zu deeskalieren. Saudi-Arabien und Russland werden ihre freiwilligen Produktionskürzungen für Rohöl im Dezember um 1 Million Barrel pro Tag verlängern, wie allgemein erwartet. Der japanische Yen gehört nach den Äußerungen des Vorsitzenden der japanischen Notenbank of Japan, Ueda, und der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung zu den schwächsten Währungen. Der Gouverneur der Bank of Japan betonte erneut, dass die Notenbank die kurzfristigen Negativzinsen und die Renditekurvenkontrolle unverändert beibehalten wird, bis die Inflation in Japan stabil über 2% liegt. Eine Änderung dieser Geldpolitik ist nicht zu erwarten und das nächste wichtige Ereignis werden die Verhandlungen über das Lohnwachstum in Japan im Frühjahr sein. Die japanische Wirtschaft erholt sich leicht und wird diesen Aufschwung wahrscheinlich fortsetzen. Die Mitglieder des Direktoriums der Notenbank waren sich einig, dass es noch keine nachhaltige und stabile Verbesserung der Preisstabilität gibt. Die meisten Mitglieder erklärten, dass es keinen Bedarf für zusätzliche Schritte hinsichtlich der Renditekurvenkontrolle gibt. Barclays geht davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen im Januar 2024 um 25 Basispunkte, gleich 0,25 Prozentpunkte, anheben wird, nachdem sie zuvor eine Anhebung im Dezember 2023 erwartet hatte. Goldman Sachs hingegen glaubt, dass die Federal Reserve ihren Zinserhöhungszyklus bereits abgeschlossen hat. Die Bank rechnet auch nicht vor dem vierten Quartal 2024 mit Zinssenkungen, vorausgesetzt, die US-Wirtschaft entwickelt sich gut. Der neue Finanzminister in China hat sich für eine Beschleunigung der Ausgabe und Verwendung von Staatsanleihen ausgesprochen. Chinas Land Fuana befürwortet eine höhere Verschuldung zur Ankurbelung der Wirtschaft und eine proaktive Fiskalpolitik. Der japanische Yen schwächte sich nach der Veröffentlichung des Protokolls der Notenbank und der Kommentare von Ueda ab. Das Währungspaar US-Dollar gegen japanischen Yen hat sich jedoch unter 150 gehalten. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.